Ja, hallo. Ich glaube, wir sollten jetzt live sein. Ich werde das auf meinen Kontrollmonitor jetzt nochmal kontrollieren. Ja, wunderbar. Wir sind live. Dann funktioniert es jetzt. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem Stream heute mit Kein Pixel den Faschisten mit Philipp und Dominik. Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen. Ich schlage vor, wir sind zwar ein bisschen verspätet, dass wir aber trotzdem noch einen Augenblick warten, ob Leute jetzt noch reindroppen, die Probleme hatten oder das jetzt erst später wahrgenommen haben. Ich bin Volker von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Das kann ich ja, ich kann mich ja schon mal vorstellen. Und wie gesagt, das sind Philipp und Dominik von Kein Pixel. Wir wollen vorab ein paar Sachen sagen, die uns wichtig sind. Also das Erste ist, für uns gilt für diesen Stream natürlich das, was in allen Streams gilt, in allen Chats. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt gerne Kommentare schreiben, seid dabei aber bitte nicht beleidigend gegenüber anderen Teilnehmerinnen des Streams und des Chats. Also das schließt uns ein und eure Kolleginnen, die mit euch das ebenfalls schauen und Kommentare schreiben. Und wir finden, dass das Gleiche gilt wie Präsenzveranstaltungen, die sich mit Thema Antifaschismus befassen, nämlich die sogenannte Ausschlussklausel, dass Menschen, die einen extrem rechten Hintergrund haben oder sich in der Vergangenheit nationalistisch oder rassistisch geäußert haben, in unseren Veranstaltungen nichts verloren haben. Das gilt für Präsenz wie online und damit auch für diesen Chat. Es gibt jemanden, der den Chat moderiert und der darauf achten wird. Dann würde ich jetzt trotzdem noch einen Augenblick weiter warten. Ich sehe, dass wir aktuell 38 Zuschauerinnen haben. Diese Ausschlussklausel wird die Chatbetreuung gleich auch noch mal reinposten. So war es jedenfalls abgesprochen. Ich sehe sie gerade noch nicht. Dies üblich bei antifaschistischen Veranstaltungen und wird zum Beispiel von den mobilen Beratungen gegen rechts empfohlen. Da könnt ihr euch erkundigen, wie das Ganze zustande kommt, wenn ihr dazu Fragen habt. Oh, jetzt sind wir über 40 Zuschauerinnen. Jetzt ist auch die Ausschlussklausel da. Okay, dann ich lege jetzt einfach mal los. Richtig. Wie kommt es dazu, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen auf die Idee kommt, eine Veranstaltung zu extrem rechter Ideologie in Gaming-Communities zu machen? Das mag nicht auf der Hand liegen und es haben ja auch zahlreiche Leute diese Veranstaltung geteilt, die jetzt nicht aus Thüringen sind, wenn ich so Twitter und andere Social-Media-Accounts verfolgt habe und die wahrscheinlich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen in der Vergangenheit jetzt eher seltener etwas gehört haben. Das Ganze basiert darauf, dass wir in Thüringen schon eine ganze Zeit eine sehr aktive Debatte um digitalen Faschismus haben. Im letzten Jahr gab es eine große Veranstaltung von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und der Landeszentrale für politische Bildung genau zu dem Thema, das IDZ in Jena, das vielleicht viele kennen, weil Matthias Quent dann doch mal häufiger interviewt wird, selbst in der Tagesschau, forscht auch sehr stark zu dem Bereich. Und wir haben aber festgestellt, als Leute, die sich ein bisschen mit Gaming befassen, dass dieses Thema eine große Leerstelle in der Auseinandersetzung mit digitalen Faschismus darstellt. Und da ich auch persönlich an Gaming sehr interessiert bin und schon im letzten Jahr auf Kein Pixel aufmerksam geworden bin und das sehr seit der Gründung sehr angeregt verfolgt habe, fand ich das mit dem Artikel zu Gamergate einen super Punkt beschrieben war, der bisher eben diese Leerstelle sozusagen füllen könnte und fand das eine gute Anregung. Und Dominik und Philipp haben freundlicherweise zugesagt, heute mit uns darüber zu reden. Da kommen wir auch zum Ablauf. Wir reden erstmal am Anfang sehr stark über Gamergate, weil diese ganze Geschichte eben, wie gesagt, aus meiner Sicht eine Leerstelle darstellt und aus Sicht der Landesstiftung. Dann versuche ich mit
im Gespräch ein paar Nachfragen zu stellen, falls was unklar geblieben ist oder bestimmte Sachen nochmal hervorgehoben werden sollen. Und dann kommen wir direkt mit euren Fragen auch zu ganz anderen Aspekten extremer Rechter im Netz oder im Gaming-Bereich eben besonders. Noch kurz, wir haben vorher darüber geredet, für wen machen wir diese Veranstaltung. Und wir haben uns erstmal sehr stark am Publikum orientiert, das normalerweise zu so Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen rund um das Thema Antifaschismus kommt. Das sind in der Regel Leute, die ein größeres Wissen im Bereich Antifaschismus haben, aber in dieser digitalen Welt nicht so zu Hause sind wie viele andere, die vermutlich heute eingeschaltet haben und vor allen Dingen, die im Gaming-Bereich wenig Ahnung haben. Das ist erstmal die Art, wie wir die Veranstaltung anlegen. Alles andere können wir dann über Nachfragen mit dem Chat klären. Wenn ihr sagt, naja, aber ich habe irgendwie, verstehe nicht, was ist daran jetzt irgendwie, wie funktioniert extreme Rechte, dann stellt die Fragen und wir klären das dann im Gespräch weiter. Und dann würde ich, Philipp und Dominik das Wort übergeben. Noch kurz, wir haben so uns überlegt, dass wir diesen Einstieg so maximal eine halbe Stunde, eher 20 Minuten gestalten. Und wir blenden dazu eine Präsentation ein und ihr seht dann immer die sprechende Person nur rechts daneben. Genau. Okay, Dann dann starte ich mal die übergebe ich das Wort. Präsentation. Ja, genau. Danke, Volker. Schönen Abend, liebe ZuschauerInnen zu Hause bei YouTube. Genau, wir sind Philipp und Dominik von Kein Pixel den Faschisten. Und die erste Frage ist halt, was ist Kein Pixel den Faschisten überhaupt? Wir sind quasi eine große Gruppe unterschiedlicher BloggerInnen, StreamerInnen, ForscherInnen, PodcasterInnen, YouTuberInnen, alle aus der Gamer-Szene, die alle in den vergangenen Jahren bemerkt haben, okay, da passieren Dinge in der Gaming-Szene. Rechte Netzwerke zielen vermehrt quasi auf Gaming-Communities ab, um dort Leute für ihre Sache zu gewinnen. Und ja, aus diesem übergreifenden Wahrnehmen wurde dann die Gruppierung, die Organisation Kein Pixel den Faschisten, abgeleitet vom antifaschistischen Ausruf Kein Fußbreit den Faschisten. Das war quasi sagen, nee, das nicht nur auf der Straße, sondern auch im digitalen Bereich wollen wir den Faschisten keinen Pixel lassen. Und ja, der Auftrag, den wir uns gemacht haben, ist quasi genau das, was wir bereits irgendwie jahrelang wahrgenommen haben, darüber zu informieren, zu schauen, an welchen Stellen geschieht diese Rekrutierung, was hat es mit rechter Hassrede auf sich und ja, wie kann man sich dafür ja, sensibilisieren. Was wir tun seit dem letzten Jahr, ist vor allen Dingen Informationsarbeit. Wir arbeiten seit der Gründung an Informationsmaterialien rund um dieses Thema rechter Einfluss in Gaming-Communities. Wie Volker vorhin schon erwähnt hat, es gibt da eine vierteilige Beitragsreihe zum Thema Gamergate, worüber wir auch heute reden werden. Wie quasi es diese Brücke gab von Gamergate als Phänomen von 2014 bis zur rechten Politik heute. Darüber hinaus unterschiedliche Leitfäden und Guides darüber, wie eigentlich dieses rechte Gedankengut in Gaming-Communities frühzeitig erkennen, weil in der Regel ist es so, dass Nazis nicht sagen, hallo, wir sind Nazis, macht doch bitte mit, sondern dass das alles eher perfidere Schienen geht. Und ja, darüber hinaus Sachen wie Interviews mit HistorikerInnen und ForscherInnen oder halt Präsenz auf Events und Vorträgen, wie zum Beispiel diesem hier. Gut, dann übernehme ich, danke. Übernehme ich mal. Kurzer Hinweis darauf: Ich habe einige Materialien, Originalmaterialien aus den leider faschistoiden Quellen. Deswegen der Hinweis hier darauf, dass hier ein paar sensible Materialien auftauchen werden in dem Vortrag. Das nur als Warnung vorneweg.
Wenn wir über dieses Thema sprechen, dann geht es in erster Linie nicht um die Spiele an sich. Es gibt eben auch rechtsfaschistoide und neonazistische Spiele, beziehungsweise solche mit rechtsextremem Gedankengut aus den unterschiedlichsten Herkunftsquellen. Aber es geht im Prinzip uns, sie sind zwar auch ein Thema für keinen Pixel, den Faschisten, aber sie sind nicht so ein ganzes großes Thema, weil es geht eher tatsächlich um die rechten Communities, die sich innerhalb der großen Spiele befinden, weil dort die neonazistischen Spiele und so weiter sind zwar sind eine Randerscheinung im Kern. Es sind, und sie werden, haben nicht so viele Spieler. Es gibt tatsächlich mehr Leute, mehr, sag ich mal, Faschisten, die sich bei normalen Spielen rumtreiben, vergleichsweise normalen Spielen, als die tatsächlich solche neonazistischen Spiele spielen. Und genau deswegen müssen wir eben diese Communities etwas genauer angucken. Einfach um sich nochmal das etwas in Erinnerung zu holen, Spiele sind Popkultur. Es gab jetzt vor ein paar 14 Tagen gab es ungefähr einen Artikel in der englischen Zeitung The Guardian, die geschrieben hat, Videogames have replaced music as the most important aspect of youth culture. Also, dass Spiele inzwischen wesentlich mehr das Selbstbewusstsein von Jugendlichen und so weiter definieren teilweise, als es tatsächlich Musik eben ist. Und man hat es eben immer noch so im Hinterkopf, dass Musik halt das ist, wodurch die meisten Leute sich definieren. Aber tatsächlich sind Spiele inzwischen wesentlich wichtiger in dem Bereich geworden. Und wenn man sich das halt einfach mal anguckt, auf den weltweiten Markt, sind Spiele halt tatsächlich der größte Teil der Popkultur inzwischen. Einfach von den reinen Zahlen her. Es sind über 70 Milliarden Dollar, die da jedes Jahr umgesetzt werden. Und das ist mehr als bei Film und Fernsehen und Musik irgendwie zusammen, wenn genau, ich das im Kopf habe. Also mehr als eben die anderen Medienbereiche teilweise zusammengenommen. Und gerade im Musikbereich ist deutlich runtergegangen. Also wir müssen eben als Spieler als Teil der Popkultur sprechen. Und innerhalb dieser Popkultur sind es halt die Communities, die uns interessieren. Wir müssen über die Communities sprechen, die sich teilweise halt eben um Spiele herum gebildet haben und die eben eher um als teilweise über die Spiele an sich. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen wir uns eben damit auseinandersetzen bei keinen Pixel. Und ein großes Thema immer wieder ist eben Gamergate, was so ein Fixpunkt des Ganzen ist. Für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, so eine kurze Einführung. Gamergate ist eine Bewegung gewesen, eine Hassbewegung, ein Hetzmob, der seinen Ursprung hatte auf der Plattform 4chan. Dort hatte ein Ex einer Spieleentwicklerin, Zoe Quinn ist der Name dieser Spieleentwicklerin, hier auf dem Foto zu sehen, hatte dort sensible Daten über sich veröffentlicht und hat quasi die Communities auf 4chan aufgestachelt, dieses Zoe Quinn zu belästigen und ihr hinterher zu jagen. Und das hatte sehr schnell sehr weite Kreise gezogen, weil einige sehr erfolgreiche YouTuber, also das, was man heute als Streamer bezeichnen würde oder eben als YouTuber, Persönlichkeiten, die dort eben ihr Hauptbetätigungsfeld haben, haben das aufgegriffen und haben im Prinzip diese Bewegung in den Mainstream getragen. Auch andere Ziele sind dann, andere Frauen vor allem, sind dann Ziele von Gamergate geworden, vor allem die YouTuberin und Feministin Anita Sarkeesian, die schon bereits 2012, also es hatte eigentlich, solche Sachen haben nicht mit Gamergate angefangen, aber die schon, es ist ein Trend gewesen, aber Anita Sarkeesian wurde eben mit Gamergate wieder ein großes Ziel. Das verbreitete sich über weitere Plattformen, vor allem über Reddit und Twitter. Reddit ist bei uns nicht ganz so bekannt. Reddit ist vor allem in den USA eine der größten Plattformen, ein sogenannter Aggregator, wo Links und Ähnliches geteilt werden. Und dort hat sich tatsächlich die Bewegung immer weiter ausgebreitet und immer weitere Kreise gezogen. Weitere Ziele beispielsweise war die Journalistin Lee Alexander, die einen Artikel geschrieben hatte über diese Bewegung, und die Spieleentwicklerin Brianna Wu, die
ebenfalls Ziele wurden. Es gab viele, viele weitere Ziele. Es gab teilweise auch natürlich auch Männer, die sich für diese Frauen solidarisch gezeigt haben ihnen gegenüber. Aber es war im Kern vor allem gegen diese vier Personen vor allem gerichtet, die immer wieder thematisiert wurden von Gamergate. Und es gibt von Gamergate, wenn man dort nachsucht, findet man immer wieder das eigene Material, das die Gamergater damals, 2014, erstellt haben über sich. Und davon will ich mal eines zeigen. Das wurde auf 4chan verbreitet. Wer das ursprünglich mal gemacht hatte, weiß man nicht ganz genau. Wir haben auf der linken Seite in dem roten Bereich die Leute, die sich als Gamergater identifiziert haben oder die sich damit solidarisiert haben. Und auf der rechten Seite hier im blauen Bereich die angeblichen Feinde, wenn man so will, die Ziele vor allem von Gamergate, wozu auch viele der großen Videospiele-Seiten der damaligen Zeit gehören oder auch teilweise heute noch, die auch heute noch groß sind, wie Polygon oder Kotaku. Was man hier schon auf den ersten Hinblick sieht, ist natürlich, dass es in erster Linie Frauen sind, die auf der blauen Seite als Ziele im Prinzip ausgekoren sind und auf der linken Seite im roten Bereich vor allem Männer. Und wenn man dann nochmal genauer ein bisschen hinguckt, ich habe das bewusst verpixelt gehabt, dann gab es an der einen Stelle eine Person, die einen Hitlergruß gezeigt hat. Das war, und auf der anderen Stelle, leicht versteckt hier hinter einem Arm, ist eine antisemitische Karikatur. Und das sagt im Prinzip schon relativ viel darüber aus, wie diese Bewegung sich auch selber gesehen hat und wer Mitglied war innerhalb dieser Bewegung. Im Endeffekt war Gamergate, und das ist eben das, was es neu und anders gemacht hat, ein Zusammenschluss von sehr vielen verschiedenen Gruppen. Und dazu gehören dann unter anderem, also, das ist eine, in erster Linie hat es begonnen mit den sogenannten Channern und Gaming-Foren, verschiedenen. Das ist eine etwas amorphe Gruppe hier, es ist schwer, das hier an dieser Stelle genau zu definieren. Chans, um das nur so zumindest zu sagen, sind solche Seiten wie eben 4chan oder 8chan, sogenannte Imageboards, die sehr stark eng verknüpft sind mit Videospielen. Zum anderen gibt es eben Influencer aus dem Gaming-Bereich, die sich hier hervorgetan haben. Der Anfangsphase von Gamergate waren das zum Beispiel Leute wie ein YouTuber namens John Bain, bekannt unter seinem Pseudonym Total Biscuit, aber auch andere, kleinere, die eben hier zu Gamergate beigetragen haben. Aber dann hat sich das immer weiter ausgeweitet, weil die Bewegung immer wieder größer wurde. Eine Gruppe, die man schwer hier einordnet, die aber tatsächlich einen sehr großen Einfluss darauf hatte, ist die sogenannte Skeptiker-Gruppenbewegung, beziehungsweise auch als New Atheists bezeichnet. Diese Gruppe waren teilweise Leute, die sehr stark eben für ihren Atheismus bekannt waren, die bekannte, vor allem auf YouTube, atheistische Videos gemacht haben, die aber auch sehr stark antifeministisch eingestellt waren und die dann eben zu diesen anderen hinzugestoßen sind. Bekanntester Vertreter aus diesem Bereich, der eben sehr stark bei Gamergate aktiv war, ist zum Beispiel ein Mann namens, ein YouTuber namens Sargon of Akkad. Dazu kommen, und das ist auch sehr eine etwas merkwürdige Kombination hier, Verschwörungsideologen. Tatsächlich hatte sich Alex Jones, der vielen hier wahrscheinlich bekannt ist als der Mann hinter der Webseite Infowars, der auch ein großer Befürworter und Unterstützer von Donald Trump war und ist, mit Gamergate solidarisiert und seine gesamte, im Prinzip, ja, wenn man so will, Gefolgschaft, wie man es auch immer nennen will, mitgebracht, die tatsächlich bei Gamergate extrem aktiv wurde. Dazu gab es eine Gruppe von sogenannten Man's Rights Activists, auch Incels und sogenannte Maskulinisten, die hier aktiv wurden im Bereich von Gamergate. Auch das kann man sich erstmal vorstellen, wie kommen die eigentlich dazu? Aber das versuche ich gleich nochmal zu erklären. Die letzte Gruppe, und das ist natürlich die uns letztendlich hier alle zusammenbringt, sind eben Faschisten und Neonazis, die auch sehr, sehr aktiv wurden. Und man fragt sich jetzt natürlich, okay, was bringt diese ganzen verschiedenen Gruppen überhaupt zusammen? Was verbindet sie? Warum sind sie aktiv innerhalb von Gamergate gewesen? Was hat sie daran interessiert?
Und die Antwort darauf ist zum einen natürlich, dass diese alle Leute, die meisten dieser Gruppen irgendwie was mit Spielen zu tun haben, weil sie eben Popkultur sind. Aber vor allem das verbindende Element ist der Antifeminismus. Die krasse Ablehnung eben von feministischer Einstellung, von den Vorstellungen, dass eben Frauen gleichberechtigt und andere marginalisierte Gruppen gleichberechtigt sein sollten. Und all diese verschiedenen Elemente, all diese verschiedenen Gruppen, die hier in bei Gamergate eben aktiv wurden, sind quasi aktivistisch in dem Bereich unterwegs, dass sie eben versuchen, den Feminismus zu bekämpfen auf den verschiedensten Ebenen. Und für sie war es eben Gamergate eine Chance, sich zu profilieren. Und im Zuge von Gamergate gab es eine immer größere Verbindung zwischen diesen Elementen. Wir haben eben, Gamergate war eben 2014, das heißt, es ist vor mehr als 6 Jahren inzwischen gewesen, als Gamergate seinen Ursprung fand. Und inzwischen sehen wir halt, wie es immer stärkere Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Gruppen gibt, und sie sind teilweise inzwischen untrennbar miteinander verstrickt, gerade weil sie eben gemeinsame Ziele im Bereich beispielsweise des Antifeminismus haben. Und ich möchte hier weitergehen. Für die meisten dieser Gruppen bildete vor allem Gamergate eine Chance dazu, weiter zu rekrutieren. Vor allem natürlich für die Faschisten und für die Neonazis. Und der Neonazi-Hacker Andrew Auerheimer, der bekannt ist unter seinem Pseudonym Veeve, hat das selber tatsächlich einmal eindeutig mal formuliert. Gamergate is by far the single biggest siren bringing people into the folds of white nationalism. More people have been converted in the past year by things like images of Anita Sarkeesian being rendered as a happy merchant than there were in the three before it. Was ich hier also für die Leute nicht Englisch können, was er sagt, für ihn ist Gamergate eine Sirene, ein Anzugspunkt, um die Leute eben zum, wie er es nennt, weißen Nationalismus, womit er letztendlich Neonazismus meint, zu verführen. Und dafür sind eben Bilder, wie beispielsweise die feministische YouTuberin, die als antisemitische Karikatur des Happy Merchant, des glücklichen Händlers oder des, weiß nicht mehr, dargestellt wurde. Genau das waren für ihn die Art Materialien, die bei Gamergate produziert wurden, die eben die Leute dazu verführt hat, eben dem Neonazismus, sich von den Neonazis rekrutieren zu lassen. Und genau das ist es eben, was für viele dieser Gruppen, die ich eben vorhin genannt hatte, eben Gamergate so attraktiv machte. Sie alle konnten bei Gamergate im Prinzip einen Teil in den Mainstream vorstoßen, in einen Bereich von jungen, im Gaming-Bereich aktiven Männern vor allem, die eben für die eigene Sache gewonnen werden konnten. Und das ist, hat Gamergate eben so zu so einem Fokus gemacht, auch eben für die Arbeit von eben antifaschistischen Gruppen wie eben Kein Pixel, den Faschisten. Und deswegen reden wir eben heute Abend darüber. Die Themen, es gibt so ein paar übergreifende Themen, die bei Gamergate etabliert worden sind, die aber heute noch gültig sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind Themen, die man heute immer wieder begegnet, die eben inzwischen eng vernetzt sind mit den rechtsextremen Gedankengut und die so charakteristisch sind für das, was die Rekrutierung eben von jungen Männern eben ermöglicht. Das ist einmal, dass Spieler eine Männerdomäne seien, angeblich. Und dass der Feminismus diese Männerdomäne beseitigen wollte oder zerstören wollte. Das ist eine der Grundargumentationsweisen innerhalb von Gamergate und die eben heute sehr, sehr stark noch bei allen Ideologen, sage ich mal, die eben Leute rekrutieren wollen für ihre rechtsextremen Ideologien, die in diesem Bereich aktiv sind, eben immer wieder wiederholt wird. Sexismus, Homophobie, Rassismus sind Teil der Spielekultur, in ganz großen Anführungszeichen. Diese zu bekämpfen ist Zensur. Das ist auch ganz, ganz wichtiges Thema, das immer wieder auftaucht, dass die, es gibt beispielsweise ein Beispiel, dass der sehr erfolgreiche Gaming-YouTuber PewDiePie an einer Stelle das N-Wort verwendet hat. Und das wurde dann damit verteidigt, it was a heated gaming moment. Es war ein Spielermoment, was auch immer das heißen soll in dem Moment.
Und damit wurde entschuldigt, dass er das N-Wort verwenden darf. Das ist so ein typisches Beispiel, wenn man eben, es ist angeblich, Rassismus ist so eng verwoben mit Spielen, dass es ganz normal sei, dass man das verwendet. Ein weiteres Thema, dass Spiele zerstört werden sollten und dass Repräsentation oder Diversität innerhalb von Spielen, sei es, weil Frauen nicht mehr sexistisch dargestellt werden, sei es, weil Spielfiguren eine dunkle Hautfarbe haben, all das macht angeblich Spiele kaputt. Das greift natürlich eben zusammen mit dem Vorwurf eben, dass Sexismus diese Männerdomäne, dass Feminismus diese Männerdomäne zerstören wollte. Und dementsprechend ist genau das eben, sehen viele von diesen, ich sag mal, Ideologen eben ihre, argumentieren immer, dass sobald irgendwie eine Figur auftaucht, die eine dunkle Hautfarbe hat oder so etwas in der Art oder einer anderen marginalisierten Gruppe angehört, dass das dann eine Zerstörung der jeweiligen Spiele sein. Und ganz wichtig, die Presse ist gegen die Spieler. Die Presse ist ein Feind der Gamer. Die Gamer wollten, sie wollten die Gamer unterdrücken, warum auch immer. Und man müsse sich dagegen wehren. Und das dockt natürlich nahtlos und an klassische rechte Narrative an. Es ist, glaube ich, relativ logisch, dass man hier an der einen Seite eben sozusagen immer die Opferrolle betont. Man ist das Opfer von Angriffen und man rechtfertigt eben die Belästigungen und Angriffe aus der eigenen Gruppe heraus damit, dass man ja in Wahrheit sich nur verteidigen würde. Das ist ein typisches, natürlich eine absolut typische faschistoide Narrative, die immer wieder verwendet wird. Und genau das ist natürlich auch das, was diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, die bei Gamergate eben etabliert wurden, als grundlegendes Element immer verbindet. Genauso wichtig an die rechte Narrative natürlich von der Lügenpresse. Das kennt jeder, der sich irgendwie mit antifaschistischer Arbeit zusammen auseinandersetzt. Was natürlich vor allem aber auch die Isolation der Communities von dem Rest, in Anführungszeichen, der Mainstream-Medien, der Mainstream-Gesellschaft und so dazu führen soll, dass sie sich nicht mehr eben dem gemeinsamen, einer gemeinsamen Weltsicht unter verpflichtet fühlen, sondern ihre eigenen eben Narrative in erster Linie hervorstellt und sich denen unterordnet. Und die Lügenpresse ist eben genau das, was eben bei Gamergate, die Gamergater behaupten immer, sie seien for Ethics in Video Games Journalism. Also es ging ihnen um ethisches Verhalten in der Spielepresse. Das ist aber eben genau dieses im Prinzip Narrative, die dahinter steckt, dass ja in Wahrheit diese Spielepresse eben ein Teil der Lügenpresse ist. Und wir haben dann natürlich auch mit der Lügenpresse eben genau diese Verschwörungserzählungen, dass die Presse sei ja alle nur kontrolliert und wäre ja irgendwie Teil der globalen Verschwörungselemente, also diese typischen faschistoiden, neonazistische Propaganda, die natürlich auch in vielen Fällen antisemitisch ist, dass man eben auch daran eben die knüpfen eben genau diese Themen von Gamergate und eben von vielen dieser Ideologen, die heute noch aktiv sind, an. Das Wichtige ist aber, es gibt hier eine gewisse Rekrutierungspipeline, wenn man so will. Dafür hatte ein antifaschistischer YouTuber, hatte dafür mal den Namen der sogenannten PewDiePipeline genannt. Ich hatte PewDiePie schon erlebt. PewDiePie ist der erfolgreichste YouTuber zurzeit überhaupt, zumindest als Einzelperson. Und PewDiePie hat sich immer wieder durch Furcht hervorgetan, dass er sehr, sehr stark neonazistisches und ähnliches Gedankengut verharmlost hat. Es ist schwer, ihn tatsächlich selber als Faschisten oder Neonazi zu bezeichnen, aber man kann ihn definitiv als rechtsoffen bezeichnen. Jemand, der eben immer wieder durch entsprechende Entgleisungen auffällt und der teilweise entsprechend anderen, wesentlich radikaleren Plattformen und Personen eine Bühne bietet. Und genau das ist eben der Grund, warum man für viele Leute PewDiePie als Anfang dieser PewDiePipeline steht. Einer Pipeline, die eben zur immer weiteren Radikalisierung führt. Natürlich gibt es auch diese Leute in Deutschland. Und das ist einmal zum Beispiel sind YouTuber wie KuchenTV
oder Montana Black, die im Prinzip im deutschen Sprachraum ähnliche Funktionen erfüllen, die eben sehr, sehr stark rechtsoffen sind. Man kann ihnen im Falle von Montana Black beispielsweise, weiß man, dass er auch tatsächlich direkte Kontakte in die neonazistische Szene hat. Er hat das immer wieder behauptet, dass das nichts, dass er sich davon gelöst hätte, aber man weiß heute, dass er sich immer noch in dieser Szene, neonazistischen Szene rumtreibt. Und deswegen ist es, er ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Das muss man sich einfach halt nochmal ins Gedächtnis rufen. Und auch KuchenTV hat Hunderttausende von Subscribern auf YouTube. Das heißt, auch er ist beispielsweise sehr, sehr einflussreich und ist eben für den deutschen Sprachraum ein Teil eben dieser PewDiePie-Pipeline, die zu weiterer Radikalisierung führen kann. Das Wichtige dabei ist, was man verstehen muss, dass diese Radikalisierung vorangetrieben wird, die Plattformen selber. Plattformen, die durch Algorithmen betrieben werden, wie YouTube, wie Facebook, haben den Tendenz dazu, Leute, die bestimmte Inhalte sehen wollen, die sich für bestimmte Inhalte interessieren, immer stärker quasi in bestimmte Richtungen zu drängen. Und das nutzen diese rechtsextreme YouTuber beispielsweise sehr, sehr stark aus, die eben sogenannte Influencer-Netzwerke, die teilweise inoffiziell existieren, aufbauen und sich gegenseitig quasi empfehlen, was dazu führt, dass die Leute, die sich auch nur peripher mit diesen Themen auseinandersetzen, häufig immer weitere Empfehlungen von den entsprechenden Plattformen bekommen für immer radikalere Inhalte. Und das führt eben dazu, dass eben man unwissentlich da hineinrutschen kann und man immer mehr stärkeres, radikaleres, rechtsextremes Material vorgesetzt bekommt. Auch wenn man quasi nur am Anfang sich für einen YouTuber interessiert hat, der eigentlich nur Spiele zu spielen scheint. Aber weil er eben Teil dieses Rechtsnetzwerkes ist, kann das eben dazu führen, dass die Plattformen selber die Leute immer weiter da hineintreiben. Auch andere Plattformen sind an dieser Stelle eben zu nennen, die hier auf ihnen informelle Netzwerke sich ausbilden. Und wir haben hier sehr, sehr unterschiedliche Funktionen, sage ich mal, auf der einen Seite. Wir haben eben die algorithmischen Netzwerke, wie eben YouTube, TikTok, Facebook oder auch Instagram, die eben den Leuten immer neues Material zuschustern. Das sind natürlich in erster Linie Plattformen, auf denen Propaganda, sage ich mal, rechtsextreme Propaganda zu finden ist. Es gibt dann wieder die andere Plattform, wo es so lockere Communities sich bilden, wie zum Beispiel in den Steam-Foren. Steam ist ein großer Spieleanbieter, für die das nicht kennen, oder zum Beispiel Reddit. Und es gibt wieder andere Plattformen, wo die fast vollständig unmoderiert sind und wo ganz, ganz krasses Material auch geteilt wird, die sehr, sehr stark an der Radikalisierung beteiligt sind. Das sind vor allem die großen sogenannten Chans. Das ist 4chan, 8chan, das inzwischen 8kun heißt, und beispielsweise für den deutschen Sprachraum Kohlchan. Kohlchan ist beispielsweise eigentlich für den deutschen Sprachraum gesperrt, weil sich dort so viel neonazistisches Material zu finden ist. Aber man kann das natürlich umgehen, wenn man das weiß wie. Und es ist eben eine deutsche Plattform und das ist eben kein Zufall, dass sie das ist. Und dann gibt es eben die Plattformen, wo sich dann die verschiedenen, diese informellen Netzwerke noch stärker miteinander verbinden und im Prinzip zueinander finden. Und das sind eben beispielsweise ganz relativ normale soziale Netzwerke, wie beispielsweise Discord, Telegram oder irgendwelche Foren. Das Wichtige hier dabei ist, dass diese verschiedenen Gruppen, diese informellen Netzwerke, die hier existieren, sich eben sehr, sehr stark unterscheiden von den klassischen, von dem, was wir als klassische neonazistische Strukturen kennen. Sie sind eben wesentlich informeller, es gibt keine Zugehörigkeit, es gibt auch keine in dem Sinne Anführer oder Wortführer, aber es gibt eben diese Netzwerke von Gleichgesinnten, in denen tatsächlich dann im schlimmsten Fall terroristische Anschläge geplant werden. Und das ist genau der Punkt, der eben beispielsweise im Anschlag von München eine große Rolle gespielt hat. Für die,
den ich hier als Beispiel nehmen wollte. Der Anschlag von München ist 2016, hat das Menschenleben von 2016 gefordert. Man weiß das heutzutage relativ selten. Relativ wenige Leute wissen eigentlich, dass es tatsächlich also am Anfang hieß es, sei ein Amokläufer, ein Einzeltäter, wie so häufig wird gesagt, erstmal gesagt, es ist ein Einzeltäter. Aber nein, es war tatsächlich so, dass der Gleichgesinnt gefunden hat in einem Forum der Plattform Steam, die den Namen Anti-Refugee Club trug. Und ich meine, das an sich lässt natürlich bei Antifaschisten schon entsprechende Alarmglocken klingen. David S. war der, führte dort, radikalisierte sich dort und hat eben das Anschlag auf das Einkaufszentrum OEZ in München 2016 zugeführt. Ein anderer, der sich dort radikalisiert hat, ein Amerikaner namens William A., führte das Aztec High School Shooting durch 2017 mit 2 Toten. Und ein anderer deutscher Teilnehmer, der sich dort radikalisiert hat, David F., versuchte auch 2016 einen Anschlag durchzuführen, wurde aber rechtzeitig von der Polizei aufgehalten, weil er Kontakte zu David S. hatte, sodass dass er rechtzeitig gefunden werden konnte. Der Oberbegriff hierbei ist eben des sogenannten stochastischen Terrorismus. Was heißt das? Diese informellen Netzwerke basieren eben darauf, dass sie erstmal keinen Anführer haben und dass sie eben sich unterscheiden. Aber was in diesen informellen Netzwerken passiert, ist eben, dass deren Teilnehmer sich gegenseitig immer stärker radikalisieren und sich dazu anspornen, Attentate beispielsweise durchzuführen. Unter dem Motto, es muss doch irgendwann wann mal jemand etwas machen. Wer macht denn jetzt was? Und dadurch ist es eigentlich sozusagen Ziel dieser Communities, immer neue, in Anführungszeichen, Einzeltäter zu produzieren. Das heißt, die Leute, die nach außen hin wirken, diese terroristischen Attentäter, wie eben normale, beispielsweise Gamer in Anführungszeichen, die aber tatsächlich, wenn man eben genauer hinguckt, eben Teil dieser stochastischen terroristischen Netzwerke sind, in denen sie eben quasi ihre Attentate im Prinzip schon sich dadurch vorausgedeutet haben, dass sie eben dort von anderen Teilnehmern angestachelt wurden, diese durchzuführen. Und das ist das, was die Gefahr eben diese Netzwerke ausmacht, auch wenn sie eben nicht sich so offensichtlich manifestieren, wie das eben die, ich sag mal, neonazistischen Kameradschaften tun. Und natürlich heißt das nicht, dass jeder, der am Anfang dieser sogenannten PewDiePie-Pipeline steht, irgendwann in diesem Bereich enden wird. Aber es ist halt genau die Gefahr, die man sieht, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil man eben erkennt, dass sich hier inzwischen Muster eben gebildet haben, die immer wieder zum Tragen kommen. Und deswegen ist es eben tatsächlich so, dass eben Bewegungen wie Gamergate, die halt leider Gottes in der Öffentlichkeit immer noch nicht so bekannt sind, vor allem in Deutschland nicht, dazu führen, dass sie unterschätzt werden. Und das ist eine große Gefahr, die eben diese gesamte Gaming-Communities, die mit Gaming zu tun haben, letztendlich inzwischen ausgesetzt sind. Damit bin ich auch im Prinzip am Ende meines Vortrags angekommen. Ich werde mal an dieser Stelle die Präsentation wieder stoppen. Und dann hat, glaube ich, Volker für uns ein paar Fragen. Volker, Genau. du. Ja. Ja, alles gut. Ja, ich werfe nur eine Sache aus dem Chat schon mal rein, weil ich fand das eine spannende Anmerkung, dass dieses Icon-Logo ziemlich viel Ähnlichkeit hat mit dieser Don't Tread on Me-Flagge, die diese zubeißende Klapperstange hat und dass das ja auch beim Sturm auf das Kapitol in Washington eine ganze Reihe Leute das mitgeführt haben. Und dass es zumindest, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, wirklich eine Anlehnung ist. Das kann gut sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht. Der Punkt ist der, dass tatsächlich 8chan am Anfang, bevor sie eben sich umbenannt haben in 8kun, hatten sie eben eine 8 als Logo, sodass auch diese Schlange natürlich eben diese 8 darstellt. Es ist gut möglich, tatsächlich. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob das ist eben bei diesem Redesign oder bei dem Relaunch ihrer Webseite haben sie eben diese Schlange daraus gemacht. Kann natürlich gut sein, dass das tatsächlich ein bewusstes Zitat ist.
Genau, da würde ich auch direkt nochmal anknüpfen an diesem Link, weil du hast jetzt eine Sache ausgelassen, die ich eigentlich in eurem Artikel total spannend finde, nämlich, dass ihr am Ende darauf, oder eigentlich gar nicht so am Ende, ich glaube, in Teil 3 geht es los, darauf eingeht, dass Gamergate ja auch so ein bisschen der Auftakt war und auch Akteure sich etabliert haben, die später dann in der Trump-Kampagne eine Rolle gespielt haben. Könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen? Weil Sturm aufs Kapitol und so ist ja gerade wieder sehr aktuell geworden. Und auch zur Aufschwung von Rechtsterrorismus in den USA, die verschiedenen Shootings, kann man ja, glaube ich, auch nicht verstehen. Noch mal die Trump-Kampagne, die dann das fortführt, weil mit Gamergate endet die Geschichte ja nicht. Soll ich da kurz Dominik möchte. anknüpfen? Ja. Ja, also genau, also was, wie du richtig meinst, es gibt einige Akteure, die sich da etabliert haben. Das war so dann in der Phase 2015, 2016, so das Vorspiel so ein bisschen zur Trump-Kampagne, da sehr prominent Steve Bannon, Chefredakteur damals von Breitbart, ist ja auch gerade ein ja, sehr rechtslebendes Nachrichtennetzwerk war, und Steve Bannon, der dann später Kampagnenchef und Stabschef für Donald Trump geworden ist in den laufenden Jahren. Und da wurde 2015 rum gemerkt, ah, okay, Moment, bei dieser Gamergate-Kiste, da können wir anknüpfen. Ein prominenter Name, der sich damals etabliert hat, war Milo Janopoulos. Yiannopoulos, ja. Danke. Der dann quasi genau mit seinen Artikeln auf diese Schiene gefahren ist. Und da kommt wieder das rein, was Philipp vorhin erwähnt hat, dass all diese verschiedenen Gruppierungen diesen Antifeminismus gemein haben. Es ist ja auch eine Sache, Faschismus funktioniert nicht ohne Antifeminismus. Die sind sehr eng miteinander verwoben. Und das war quasi der Auftrag in dem Sinne von Milo, diese Brücke zu schlagen, zu sagen, okay, da geht was ab mit Gamergate, zieh mal auf diese Gruppierungen ab und versuch die auf unsere Seite zu bringen. Da hat es halt sehr stark diese sehr explizit politische Dimension angenommen, dass es quasi ein Rekrutierungstool war, zu sagen, hey Gamer, diese ne, Leute, die da wollen uns etwas wegnehmen, und das ist die politische Schiene, die wir fahren müssen, um davon wegzukommen. Also das ist dann quasi die aktive Arbeit in Amerika gewesen, um diese Venn-Diagramme so ein bisschen zusammenzuführen. Hier ist auch, ich habe gerade gesehen, dass da im Chat eine Frage war, ne, nach der, wie hat sich Gamergate entwickelt? Da kann ich auch kurz daran anknüpfen, weil das tatsächlich auch so ein bisschen zusammenhängt mit dem. Es ist natürlich so, dass die Gamergate an sich ein bisschen ausgelaufen hat. Und aber das, was Dominik eben gerade gesagt hat, da eine große Rolle dabei spielt, weil es tatsächlich eine große Verbindung eben zwischen Gamergate nachher und der Trump-Kampagne eben gab. Und das dazu geführt hat, eben, dass das eben durch die quasi aufgesogen wurde, die ursprüngliche Gamergate-Bewegung. Das ist immer noch aktiv, es gibt immer noch die entsprechenden Foren, es sind auch immer noch Leute, die dort in Anführungszeichen rumhängen. Und da passieren auch immer wieder Dinge, aber tatsächlich ist eben diese Verschmelzung von von Gamergate eben mit den rechten amerikanischen Kreisen vor allem, ist inzwischen so eng, dass eben Gamergate nicht mehr als einzelne Bewegung wirklich existiert, sondern tatsächlich vor allem halt eben als Teil, sage ich mal, der großen Trump-Bewegung inzwischen wahrgenommen wird und auch diese maßgeblich eben weiter fördert. Ich meine, das hat sich, muss man jetzt mal gucken, wie das jetzt nach dem Wahlniederlage von Trump weiterentwickelt. Aber diese Netzwerke werden natürlich auch nicht so schnell verschwinden. Und das tun, also davon ist auch momentan nichts zu merken, dass sie tatsächlich vollständig verschwinden würden. Es gibt immer noch die einzelnen Leute, die natürlich tatsächlich auch noch Gamergate an sich hochhalten, aber das sind so die letzten Mohikaner, die irgendwie das, ja, naja. Also tatsächlich ist es eben, muss man eben das als Teil inzwischen dieser rechten Netzwerke verstehen, Gamergate, weil sie eben letztendlich ihre Eigenständigkeit verloren hat als Ich glaube, Bewegung. da auch wichtig anzumerken ist, dass es so keine 1:1-Übersetzung ist, nicht im Sinne von so jede Person, die bei Gamergate dabei war, ist dann Trump-WählerIn geworden oder sowas, sondern es geht eher so darum, so die Leute, die sich da engagiert haben,
waren anfällig dafür, sich quasi dahin politisch zu öffnen. Und das Ziel war zu gucken, okay, welche Personen können wir anzielen, wo funktioniert es? Es muss ja quasi nur bei einem Bruchteil der Personen funken, um politische Auswirkungen zu haben. Also es ist einerseits ein Rekrutieren, es ist ein Aussieben, es ist ein Schauen, wie weit können wir gehen, bei welchen Communities, um halt quasi diese Ziele zu erreichen. Wir haben eben auch eben bei Gamergatern auch ganz klar die Leute, die tatsächlich wirklich in die Kreise von Neonazis abgedriftet sind. Das ist eben genau das, ne, wie Dominik gerade sagte. Das ist, letztendlich ging es natürlich darum, von Stephen Bannon und den anderen Akteuren wie eben Milo Yiannopoulos, ging es immer der Versuch halt natürlich möglichst viele von denen sozusagen einzufangen. Aber es gibt eben die tatsächlich eben komplett abgedriftet sind bis eben in neonazistische Kreise und andere, die halt eben auch wieder, Gott sei Dank, da wieder losgekommen sind von diesem Scheiß, sag ich jetzt einfach mal. Sorry für die Wortwahl. Ich würde auch nochmal daran erinnern wollen, dass sich das ja Neonazi sein und Trump unterstützen, auch aus taktischen Gründen gar nicht so sehr unterscheiden muss oder ausschließt, weil man darf immer nie vergessen, David Duke, der Chef des Ku Klux Klan in den USA, hat damals sozusagen die Trump-Wahl als ihren Erfolg verbucht. Dabei sozusagen hat er ja nicht alles unterschrieben, was Trump gesagt hat, sondern es ging darum, jetzt ist die Tür offen für mehr, sozusagen aus seiner Sicht. Wir haben noch die Frage bekommen, ob eigentlich Incels durch Polizei oder Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich glaube, wir haben noch mal ein spezielles Verhältnis zu Polizei und Verfassungsschutz in der antifaschistischen Bewegung, aber vielleicht könnt ihr ein bisschen was kurz sagen, weil ich würde das mit noch verbinden mit einer Bemerkung. Es war im Ankündigungstext ja schon dieser schöne Satz von Horst Seehofer nach dem Anschlag von Halle zitiert, man müsste die Gamer-Szene jetzt in den Fokus nehmen. Das ist ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Vielleicht könnt ihr ja noch mal kurz was zu Polizei und staatlichen Agieren in diesem Feld sagen. Ja, also ich knüpfe jetzt erstmal bei der GEMA-Szene an, also was da halt schwierig ist und wo dann auch halt viele in Gaming-Communities dann sich erstmal persönlich attackiert führen. Es ist schwierig zu sagen, es gibt die Gamer-Szene, das ist halt eine Sache, die sich so nicht pauschal sagen lässt. Es ist unmöglich zu sagen, wenn du Gamer bist, dann kommst du mit Nazis in Verbindung und wirst ganz schnell irgendwie zu einem Attentäter. Das ist kompletter Schwachsinn. Vermutlich der Großteil aller Menschen, die Computerspiele spielen, werden niemals mit irgendwelchen rechten Communities in Verbindung kommen. Aber es ist halt quasi, es ist schwierig zu sagen, es gibt die Gamer-Szene, es gibt viele, viele, viele unzählige Gamer-Communities, die fluide sind, die im Austausch sind, die sich teilweise isolieren. Und in diesen Gaming-Communities kommt es zu diesen Phänomenen, wo dann mal gewisse Akteure schauen, okay, kann ich da irgendwie rechtes Gedankengut anbringen? Also irgendwie zu sagen, wir schicken jetzt die Polizei und den Verfassungsschutz auf die Gamer-Szene, das ist vermutlich eher ein wenig fruchtbares Unterfangen. Es ist halt wesentlich weniger perfide als das, auch zu sagen, werden Incels durch Polizei und Verfassungsschutz beobachtet. Incels an sich, für diejenigen Personen, die es nicht weiß, Incels kommt von Involuntary Celibacy und das ist quasi so eine Selbstbezeichnung von Menschen in gewissen Internet-Communities. Ich glaube, Philipp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es hat auf Reddit angefangen. 4chan auch. 4chan auch. Aber Reddit ist auch eine große Hochburg von denen. Ja, das waren vor allen Dingen frustrierte Männer, die sagen, weil sie so sind, wie sie sind, würde niemals irgendjemand mit ihnen schlafen wollen. Deswegen involuntary celibacy, unfreiwilliges Zölibat. Und die diese quasi Selbstansicht und Weltansicht benutzt haben, um ihren eigenen Antifeminismus anzufeuern, wo dann wiederum die großen Überlappungen zu rechten Communities, Men's Rights Activism oder halt auch dann Wurzeln in Gaming Communities haben. Also das ist halt, das Schwierige ist, dass diese ganzen Venn-Diagramme an sehr vielen unterschiedlichen Stellen mal überlappen, aber sich dann auch wieder voneinander entfernen.
die Incels lassen sich nicht von Polizei und Verfassungsschutz überwachen, solange man nicht irgendwie präzise Informationen zu Akteuren hat, weil es ist keine Organisation, es ist keine Gruppe in dem Sinne, sondern es ist für viele in diesen Communities eine Selbstbezeichnung, die dann quasi als Identität angenommen wird. Richtig, und genau das ist auch das, was ich eben meinte mit diesen informellen Netzwerken vorhin. Das ist eben genau das Problem dabei, dass eben diese Radikalisierung und so weiter in teilweise auch Plattformen stattfindet, wo halt einfach sich Leute, es kann ein Freundeskreis sein, der sich irgendwo auf Instagram oder auf Telegram oder WhatsApp oder so zusammentut, in Anführungszeichen, und wo dann die weitere Radikalisierung stattfindet. Das ist eben genau das Problem dabei, dass es eben diese Netzwerke eben so locker sind, dass es ein Problem ist, tatsächlich da die Übersicht zu halten. Und meines Erachtens wird tatsächlich, also das ist jetzt mein Kenntnisstand, Dominik, korrigiere mich, falls du das genaue Informationen hast, werden tatsächlich Incels in Deutschland noch gar nicht mal als eigene Gefahren durch Verfassungsschutz oder Polizei wahrgenommen. Ich glaube, im deutschen Bereich, außer halt Leute, die sich wirklich mit dem amerikanischen Diskurs auskennen, der Begriff fällt, glaube ich, im deutschen Diskurs sehr selten. Ja, also es ist tatsächlich leider so, dass dieser radikale Antifeminismus und dieser Hass auf Frauen, der sich leider in den Incel-Communities breit gemacht hat, dass der in Deutschland immer noch nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Das ist leider wohl so. Ich habe noch mal, bevor wir die Frage aus dem Chat noch mal aufgreifen, ich habe noch mal eine Nachfrage. Ihr habt ja vorhin beschrieben, klar, es gibt nicht die Gaming-Szene, also weil Gamer ist ja eher auch nochmal ein Kampfbegriff sozusagen in der Zwischenzeit geworden. Es gibt verschiedene Communities, gibt es aber Communities, die besonders offen nach rechts sind, dass man sagt irgendwie, also jetzt das Klischee ist ja immer, wer Call of Duty spielt, so eine Kriegsshooter sozusagen, der muss ja per se eher offener für rechte Agitation sein. Ich gebe gleich mal ein Gegenbeispiel. Es gab mal den YouTube-Kanal Games and Politics und der gute Michael von Schulze-Glasser war in der DFGVK, also in der Deutschen Friedensgesellschaft, aktiv und ist auf die Gamescom gegangen und hat da den Stand der Bundeswehr dokumentiert. Und die einzigen, die sehr positiv auf seine Gegenagitation reagiert haben, waren Leute, die Call of Duty-Fans waren und mit Plastikwaffen durch die Gegend liefen und gesagt haben, ja, wir wissen, auf Leute in dem Spiel schießen ist was völlig anderes als die Bundeswehr, das geht hier gar nicht. Das fand ich sehr lustig, aber vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung. Also wäre die meine Frage, gibt es Communities, die besonders anfällig sind? Es gibt sie schon. Also ich glaube allerdings, dass sie tatsächlich in wenigsten Fällen die sind, die man wirklich erwartet. Also es gibt eine Spielereihe namens Crusader Kings. Das ist eine Strategiespielereihe von dem schwedischen Entwickler Paradox. Da ist es tatsächlich eben so, dass die sich hier eine sehr, sehr rechte Community innerhalb dieses Spiels etabliert hatte, die eben glaubte, sie könne in diesem Spiel ihren Anti-Islamismus ausleben. Also es ist eine mittelalterliche Reihe eben, die darum geht, dass es eben zu Zeiten des im Mittelalter eben auch muss man Dynastien aufbauen und kann eben auch mit denen auf Kreuzzüge gehen, so, weil das eben sich an die historischen Gegebenheiten orientiert. Und darum hatte sich eine Zeit lang eine sehr, sehr starke neonazistische Szene gebildet. Der Hersteller hat das auch bemerkt und hat da versucht, gegenzusteuern, teils erfolgreich, teils nicht so. Aber das ist tatsächlich eben so ein Beispiel dafür, dass es eben manchmal bei Spielen ist, wo man erstmal gar nicht so genauer darüber nachdenkt. Also es gibt sogenannte Visual Novels sind Spiele, die häufig, nicht immer, nicht zwangsläufig, aber häufig einen pornografischen Inhalt haben und die vor allem mit einer japanischen Anime-Ästhetik daherkommen. Die haben sehr, sehr großen Anteil an Rechtsextremen, weil das ist ein bisschen absurd, aber es ist halt so, dass die halt in der Art, wie dort eben mit Frauen umgegangen wird, in diesen Spielen als Sexobjekte, können die sich sehr gut
identifizieren. Die finden das toll, wenn irgendwie in ihren Spielen irgendwie erzählt wird, dass die Frauen sie alle heiß finden und so weiter und so fort. Also in diesen, um solche pornografischen Spiele herum bildet sich teilweise rechtsextreme Strukturen. Und das ist erstmal etwas, was einem so gar nicht mal auffallen würde. Und tatsächlich ist es eben so, dass bei großen Spielen wie eben Call of Duty oder auch GTA, teilweise die Hersteller zumindest da etwas darauf achten, dass es nicht zu sehr überhand nimmt. Also, ne, das ist wie bei allen großen Plattformen, die sind nicht immer dahinterher, was dabei in ihren Communities passiert, aber tatsächlich wollen die halt auch keine schlechten Presse für ihre großen Titel. Da ist dann zu viel Geld im Spiel. Also das ist zumindest meine Einschätzung für dieses Thema. Ja, es lässt sich aber insgesamt auch einfach schwer sagen, dass es auf irgendwie bestimmte Spiele gemünzt sind, solange es nicht irgendwie was Explizites ist. Also deine beiden Beispiele. Ich finde das, persönlich finde das Visual Novel Beispiel, ich kann es verstehen, wenn du sagst, es gibt da einen sehr großen rechten Anteil. Das heißt jetzt nicht irgendwie so 80% der Leute, die Visual Novel spielen, sind da in der rechten Szene, sondern es ist einfach ein signifikanter Anteil an GamerInnen, die sich da mit diesen Ansichten identifizieren. Was halt spannend ist bei diesen Sachen wie Call of Duty, GTA, das sind halt so große Sachen, die von allen gespielt werden. Die sind quasi im Zentrum, die sind im Mainstream da. Da zu sagen, das sind die Leute, die nach rechts hin offen sind, das ist eine sehr, sehr wenig hilfreiche Information. Also, es ist keine Information. Es ist eher so angenommen, also Call of Duty-Fans nach rechts offen wäre zu sagen, wie Fußballfans nach rechts offen so. Kann man nicht pauschal sagen, aber es gibt so die vereinzelten Fußballclubs in den vereinzelten Gemeinden, wo es einen rechten Club gibt oder sowas. So, es ist ein Phänomen, das irgendwo da stattfindet, aber zu sagen, so der Großteil dieser Fans sind nach rechts offen, das ist eine Stichprobe, die du nicht untersuchen kannst, in dem Sinne, auf dem Niveau. Deswegen ist es, das ist sehr desinformiert zu sagen, ja, auf die Ego-Shooter, Call of Duty-Spieler müssen wir gucken, da kommen wir nicht weit. Also das ist, was Dominik gerade gesagt hat mit dem Fußball, ist eine sehr gute Analogie. Ne? Das ist eben genauso, wie Fußball Mainstream ist. Ist halt, sind einem auch Spiele Mainstream. Und natürlich gibt es dann für den entsprechenden, für auch für Vereine, die, sag ich mal, nach außen hin unverdächtig sind, gibt es dann halt irgendwelche Hooligan-Trupps, die sich halt um diesen Fußballverein bilden, die halt irgendwie stramm rechts sind. Und das ist eben teilweise auch bei solchen großen Spielen einfach der Fall. Sind nicht die Fans von dem einen Spiel, aber es gibt halt in diesen unter den Fans von diesem Spiel gibt es halt die entsprechenden Communities, die eben dann hart rechts sind. Natürlich gibt es auch ganz bestimmte Spiele, die natürlich eben solche Communities bewusst ansprechen. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich eben zwei davon genannt, eben aber die sind eben relativ weit vom Mainstream entfernt und haben, teilweise sind sie noch nicht mal so ohne weiteres im Handel erhältlich. Und das ist entsprechend, deswegen sind ihre Communities sehr, sehr klein. Ich würde jetzt zu den praktischen Fragen in den Chat übergehen. Ich habe an die Ausführungen einen Haufen Anschlussfragen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es gab die praktische Frage, wie man eigentlich mit Hate Speech im Ingame-Chat umgeht. Und ich sage gleich, aber das werdet ihr bestimmt auch nicht sagen, sich nicht an Ingame-Chat beteiligen. Ist ein kluger Rat, aber ist, glaube ich, nicht der angemessene Rat. Das ist eine schwierige Frage. Ja, es ist eine verdammt schwierige Nicht Frage. beteiligen, ja, ist halt, ja, würde ich sogar sagen, ist eher das Falsche. Also einerseits ist es halt eine Frage der Moderation, also Ingame-Chat, wie viele Spiele gibt es, die Ingame-Chat haben? Eine Frage ist der Moderation, wenn du jetzt irgendwie bei so großem, irgendwie auf großen Spielen wie World of Warcraft oder sowas hingehst, wo halt viel moderiert wird. Ist es einfacher, dass das quasi auf Seite des Systems und von Entwicklungsteams irgendwie um Schirm gehalten wird. Aber wenn du quasi sowas mitbekommst, so meine Antwort darauf wäre, das quasi ganz, ganz klar als solches betiteln und an den Pranger stellen. Je nachdem, wie in was für einer Community du bist, wie tief du da drin bist und wie, ja,
welche Position du da einnehmen möchtest, zu sagen, so, das ist das Spiel, was ich spiele, so einen Scheiß möchte ich hier nicht haben, klare Kante beziehen, aber das ist natürlich auch eine Sache, die Kraft kostet und Ressourcen zehrt, die nicht unbedingt jede Person kann. Also ich würde niemandem sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du es nicht schaffst, dagegen vorzugehen in dem Game-Community, aber ja, klare Kante beziehen ist wichtig. Ne? Ihr habt keinen Pixel den Faschisten und ja, sowas ganz klar betiteln und sagen, ja, so ein Scheiß geht hier nicht. Und sonst gucken, reporten, ist das möglich, je nachdem, was es für ein Spiel ist, gibt es da irgendwie Systeme, die in-game sind, um zu sagen, User XY verbreitet Inhalt Z. Ja, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, vor allem, weil halt man auch wirklich die meisten der Hersteller und Spiele-Publisher sitzen halt in den USA. Ne? Und das Problem ist halt immer dabei, dass man denen halt teilweise mit deutschen gesetzlichen Regelungen und so weiter nicht kommen braucht, wenn die überhaupt deutsche Moderatoren haben. Das ist halt auch nochmal ein Problem. Das ist halt genau die Geschichte dabei, dass die halt sich teilweise A, keine Deutschen im Team haben, die halt überhaupt verstehen, was da abgeht, und zum anderen halt B, dann halt auch teilweise kein Interesse daran haben zu moderieren und halt alles unter dem Argument des Free Speech, der freien Rede halt abtun und sich aus der Verantwortung stehlen. Und das ist genau eben auch der Grund gewesen, warum beispielsweise in den Steam-Foren sich so jemand wie David S. halt hat radikalisieren können. Weil Steam damals zumindest noch eben mit unter dem Argument dieses Free Speech halt es einfach hat zugelassen hat, dass sich dort eben Neonazis und Rechtsextreme halt tummeln und zusammentun können und Anschläge planen können. Und die Steam hat da inzwischen etwas aufgeräumt, aber es gibt da immer noch sehr, sehr viele Rechtsradikale zu finden, Rechtsextreme. Deswegen schwierige Sache, wirklich sehr schwierige Sache. Ich würde auch noch darauf hinweisen, dass ja nicht alles strafbar ist. Also Hate Speech, absolut, kann ich ja wesentlich weiter fassen. Also richtig, nehmen wir das jüngste Beispiel aus dem deutschen Kontext, die Auseinandersetzung, die es über die sexistischen Beleidigungen gegen Tinkerleo bei Rusty hat, wo wir ja nicht mal über Chat reden, sondern über Sprachchat reden, was aber nun mal zum RP-Server, also Roleplay-Server, wo Leute Figuren spielen für diejenigen, die sich im Gaming-Bereich nicht so auskennen. Und das hat ja dann auch eine krasse Kampagne gegen diejenigen nach sich gezogen, die sich mit ihr solidarisiert haben und dann wirklich auch zu so einer Trennung von Leuten in Deutschland ein Stück weit, weil man nicht mehr gemeinsam quasi spielen kann. Vollkommen richtig. Das ist natürlich auch eines der grundlegenden Probleme. Ich meine, es gibt natürlich vielfach Community-Guidelines, ne? Aber die müssen halt moderiert werden. Und das ist halt genau das Problem dabei, dass das halt eben auch nicht passiert, vielfach leider. Und im Sprachchat halt eben auch noch schwieriger ist. Daran schließt eigentlich super die Frage an. Du hast vorhin erwähnt, dass Paradox versucht, hat gegenzusteuern bei Crusader Kings. Und aus dem Chat kommt die Frage, wie gehen eigentlich die meisten Publisher-Entwicklerinnen mit rechten Communities um und wie sollten sie damit umgehen? In Klammern steht da, ich denke jetzt nicht nur an THQ. THQ war das in Deutschland, oder? Ich, ja, glaube, genau, nur kurz, ich glaube, man muss THQ für Leute, die nicht wissen, wer das ist, noch erklären, sozusagen. Gut, ich kann das ja mal machen, THQ, also für die Leute, die, man muss dazu sagen, THQ gibt es zwei Inkarnationen. Es gab eine alte Firma, die erstmal zu bankrott gegangen ist, die unter dem Namen THQ ein amerikanischer Konzern firmiert hat, und dann hat eben ein schwedisch-europäisches Unternehmen, die zuvor unter dem Namen Nordic Games firmiert haben, den großen Teil des IPs und der Namensrechte aufgekauft und sich dann in THQ Nordic umbenannt, und die eben einen starken Arm auch in Deutschland haben. Und ein deutscher PR-Manager hat eben auf dem eben stark rechtsorientierten 8chan bzw. 8kun später dann ein Interview geführt, weil er das so cool fand, so ungefähr. Und sich dann eine sehr windige Entschuldigung versucht hat, er wieder rauszuziehen, als das dann publik wurde.
Das ist, also das Problem ist halt echt dabei, dass es halt schwierig ist, tatsächlich jener wirklich, also wie gehen die damit um? Das ist halt eben sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt die, die halt irgendwie das Problem grundsätzlich ignorieren. Und das ist halt, glaube ich, die größte Einstellung von den großen Publishern, die dazu keine wirkliche Stellung beziehen. Weil gerade eben die, na, da wird dann irgendwie eine windige sag ich mal, Statement beispielsweise zu Black Lives Matter veröffentlicht. Und das war's dann so. Ne? Da ist dann die Schuldigkeit getan. Daraus folgt, tut dann gar nichts. Und das ist das, was leider Gottes die meisten großen Publisher machen. So mittelgroße Unternehmen wie eben Paradox, das eben nicht zu den ganz großen Unternehmen in der Branche gehört, die haben eben interessanterweise eben beschlossen, sie wollen nicht mit diesen rechten Communities zu tun haben und haben halt begonnen, zumindest die von ihren offiziellen Foren und so weiter rauszuschmeißen. Und das ist natürlich meines Erachtens das einzig wirklich, was man tun sollte. Na, zumindest dort, wo man eben sie findet, sollte man sie beseitigen. Auch beispielsweise das Spiel Caves of Cut, QUD geschrieben, beispielsweise, ist ein Positivbeispiel, die eine sehr starke Community Guidelines einfach formuliert haben und dann begonnen haben, systematisch alle Leute, die eben beispielsweise Genozid verharmlost haben, von ihren offiziellen Discord-Server und Foren und so weiter einfach zu beseitigen. Und na, das ist eben sozusagen auch das, wofür natürlich sowas wie kein Pixel den Faschisten steht. Wir sollten den Leuten keinen Raum geben. Man wird natürlich nie verhindern können, dass die irgendwo sich irgendwo noch treffen. Aber im Idealfall hat man zumindest keine offizielle Plattform, wo sie sich das so ohne weiteres erlauben können. Ja, das Schwierige ist auch einfach, je größer so ein Entwicklungsstudio ist, desto größer wirtschaftliches Interesse ist einfach dahinter, sich mit niemandem in dem Sinne zu verscherzen, und desto größere Marketingabteilungen sitzen dahinter, um sicherzustellen, zu gucken, okay, wie können wir uns positionieren, wie wollen wir uns positionieren, wie wollen wir uns gar nicht positionieren. Und ja, eine klare, offene, weit vermarktete politische Positionierung ist für viele in dem Sinne ein zu großes wirtschaftliches Risiko, im Sinne von, das sind potenzielle Kunden und warum sollten wir es uns nehmen, da trotzdem noch zu kassieren. Black Lives Matter hatte Film eben als Beispiel angegeben. Das war letztes Jahr, war auch einfach viel Druck auf Entwicklungsteams, beziehungsweise von sämtlichen Firmen irgendwie sich gegenüber den George Floyd-Protesten zu äußern. Und was da quasi kam, war an vielen Ecken, einerseits kamen große Geldsummen aus vielen Communities, die halt auch irgendwie dann von Schwarzen und People of Color befeuert wurden, dass da wirklich viele Geldsummen zusammenkamen. Andererseits gab es auch oft die Kritik, dass diese Statements von Firmen eher performativ waren, im Sinne von, okay, das ist jetzt gerade in aller Munde und wir als große Firma, die im Public Eye steht, wir müssen uns jetzt dazu äußern. Und ja, es gibt selten dann eine klare politische Positionierung, sondern eher etwas Performatives im Sinne von, ja, natürlich sind wir gegen Rassismus und gegen Unterdrückung und möchten nicht, dass böse Dinge passieren. Aber in der Praxis lässt es dann oft zu wünschen übrig. Es gab gerade noch den schönen Hinweis, dass nach dem PewDiePie-N-Wort-Vorfall Sean Veneman, einer der Entwickler von Firewatch, das ist ein Erzählspiel aus der Ich-Perspektive, bei dem man quasi mal keine Kampfinteraktion hat, sondern eher die Geschichte erlebt, quasi PewDiePie gezwungen hat, die Videos runterzunehmen, wo er das Spiel verspielt, was. Aber sozusagen, ist dann niemand nachgezogen, wurde auch nochmal in dem Kommentar bemerkt. Finde ich aber einen guten Hinweis, dass es ja durchaus Entwicklerinnen und Entwickler gibt, denen das wichtig ist. Und ich glaube, einige Statements von Unternehmen von Black Lives Matter zu Black Lives Matter hätte es auch nicht gegeben, wenn es nicht intern in den Häusern auch ein Ja. bisschen Krawall gegeben hätte, weil Leute Richtig. gesagt haben, ihr müsst euch jetzt endlich mal äußern, liebe Studios. Und auch zu diesen performativen. Das machen die ja nicht nur in Bezug auf Faschismus, das muss man natürlich auch klar sagen, auch in Bezug auf die Proteste in Hongkong. Das Blizzard-Statement dazu war auch erst, when the shit hits the fan, dann muss man sich auf seiner eigenen Convention auch äußern, wenn man richtig Scheiße gebaut hat.
Das ist ja eine Grundstrategie von Gaming-Firmen, das muss man auch dann ehrlich sagen. Und Sie leider sind Gottes eben. von allen großen Firmen, ne? Genau. Kapitalismus halt. Genau. Aber war noch eine Frage. Genau. Offen war noch die Frage von Tastenhauer gespielte Geschichte. Der schreibt, er war eine Weile off und hat deshalb nochmal eine Frage zu Gamergate reingeworfen. Nämlich irgendwie, wie das eigentlich mit der Berichterstattung in Gaming-Magazinen war in Bezug auf Gamergate. Ich würde euch da bitten, da zu antworten. Und dann habe ich zum Gaming-Journalismus gleich nochmal eine allgemeine Frage im Anschluss, aber erstmal vielleicht zu Gamergate. Soll ich dazu Gerne. die es ist, man muss dazu sagen, dass auch da teilweise der, also gerade deutsche Gaming-Magazine sich sehr, sehr schnell aus dem Verantwortung rausgezogen haben, muss man dazu sagen, nach meiner Einschätzung. Viele von denen haben sich nicht wirklich dazu äußern wollen. Das hat man gemerkt, dass die dann auch so windelweiche, performative Statements im Prinzip gemacht haben, aber letztendlich halt Angst teilweise vor der eigenen Community hatten. Die amerikanischen Plattformen und Magazine, da waren teilweise wesentlich expliziter und haben sich eben auch tatsächlich hinter die, gerade weil sie auch in vielen Fällen selber Ziele von Angriffen waren, beziehungsweise ihre Angestellten, haben sich dann wesentlich klarer Stellung bezogen. Und in den deutschen Plattformen und Magazinen, die ich zumindest kenne, habe ich keine in Erinnerung, die ein besonders starkes Statement dazu gemacht hat. Es gab 4Players hatte eben ein Statement, soweit ich mich daran erinnere, hat es aber dann auch damit sozusagen das Thema dann für tot erklärt, um sozusagen dann möglichst schnell wieder rauszukommen. Und so nach dem Motto, wir möchten gerne über Spiele reden und nicht über die Politik. Und das ist natürlich genau das gewesen, was natürlich vielfach den Gamergatern dann die Möglichkeit gegeben hat, eben da weiter stunk zu machen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Weil sie sich natürlich dadurch bestärkt gefühlt haben, wenn niemand sie ihnen gegenüber halt Stellung bezogen hat. Ich weiß nicht, Dominik, ob deine Einschätzung eine andere ist. Also Das ist bei mir auch einfach die Lücke, was den deutschen Game-Journalismus angeht. Also einerseits war halt Gamergate ein sehr, sehr stark vom amerikanischen Diskurs geprägtes Phänomen. Und war das ja vorhin eines der Hauptopfer der Gamergater war halt Leigh Alexander, die halt einen Artikel genau zu dem Thema verfasst hat. In amerikanischen Medien definitiv vermehrt. In den deutschen Medien. Ja, da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Das kann sein, aber dann wüsste ich nicht davon, dass es da irgendwann mal populär diskutiert wurde. Eher in den Communities, die dann auch irgendwie den Draht zu den amerikanischen Diskursen haben. So, da ist dann so die Awareness dafür da. Dann würde ich gleich meine Anschlussfrage stellen, nämlich es gab ja dann andere politische Ereignisse, wo man Politik und Games schwerer trennen konnte in Deutschland, nämlich irgendwie also Halle und München. Also in München ist es nicht ganz so öffentlich diskutiert worden, in Halle ist es dann sehr öffentlich diskutiert worden. Und wie war da die Position in dem Videospieljournalismus? Das Problem ist, es nimmt niemand mehr den Videospieljournalismus wahr, seien wir ehrlich. Das ist ja, Es das ist ist dieses genau. Phänomen, dieses, wir wollen die Politik da rauslassen und was wichtig ist und was geschehen ist, ist einfach die Feststellung, dass es nichts gibt, was nicht politisch ist. So Videospiele und die Communities drumherum sind politisch und die Forderung, dass die Politik da rauszulassen, als an sich schon ein politisches Statement. Und ja, ich glaube, da haben viele einfach so ein bisschen die Angst, aus diesen Kinderschuhen der Ignoranz so ein bisschen rauszukommen und eben diese Positionierung zu tätigen. Es gibt natürlich immer diese Statements, die sagen, ja, natürlich sind wir gegen, wieder dieses Performative, natürlich sind wir gegen Rassismus, natürlich sind wir gegen Sexismus, natürlich finden wir das scheiße und finden und befürworten gar nichts davon, aber wir sind ja auch nur Gamer, wir haben doch nur dieses Hobby, wir haben doch gar nichts damit zu tun. So,
es geht sehr oft sehr schnell in die Defensive, wenn darüber geredet wird, wo sind die Überschneidungen zwischen solchen Vorfällen und Gaming-Communities, weil es dann sehr schnell heißt, die und die sind dann die Medien oder wer auch immer, wollen uns unser Hobby madig machen oder uns unseren Spaß wegnehmen. So, wir wollen doch nur Computerspiele spielen, das hat doch mit Politik gar nichts zu tun. Und keine Ahnung, diese Person hatte doch einfach nur psychische oder soziale Probleme und das hatte doch damit gar nichts zu tun, wenn in der Realität es viel komplizierter ist. So, natürlich sind nicht alle Gamer automatisch Anwärter für Attentate, aber gleichzeitig zu behaupten, dass es da keine Verbindungen gibt, wäre genauso naiv anzunehmen, sondern es ist halt ein komplexes Netzwerk aus Dingen, die da zusammenkommen, die zu so einem Vorfall führen. Es ist halt schwer tatsächlich, ich meine, im Falle von des Attentates von München beispielsweise war es halt so, dass diese Verbindung, die der Attentäter zu den Gaming-Communities hatte, halt erst sehr spät überhaupt öffentlich wurde. Und zum Zeitpunkt, als das halt schon weitestgehend aus der Presse raus war. Also mir fallen auf Anhieb nur 3 Publikationen ein, die überhaupt darüber geschrieben haben. Und keine davon ist speziell irgendwie auf Gaming spezialisiert gewesen. Also eine war die Abendzeitung München und Weißfeld beispielsweise, die darüber berichtet haben überhaupt. Und bei den anderen ist es halt tatsächlich so, dass die Spielepresse, nachdem, soweit ich das weiß, sie überhaupt nicht thematisiert haben. Ich glaube, im Falle des Attentäters von Erfurt ist es halt auch, dass ich Cottbus, Entschuldigung. Halle. Erfurt hat eine andere Amok-Geschichte. Ja, ja. Auch mit Computerspieldiskussionen verbunden. Aber ich weiß, ja, Thema. Ich erinnere mich. Ich bringe es gerade durcheinander. Entschuldigung. Der Attentäter von Halle war natürlich, da ist natürlich das Problem dabei, dass eben die Präsenz eben von rechten Communities im Gaming-Bereich halt so groß ist, dass es halt schwer ist, da tatsächlich den Spielefaktor in Anführungszeichen so rauszurechnen, in Anführungszeichen. Ne? Es ist halt, man muss halt eher da gucken, wo halt tatsächlich die Verbindungen der Person, das Schlimme ist dabei, dass hier halt auch der Imitationsfaktor sehr wichtig ist, also durch den Anschlag von Christchurch und der natürlich dazu geführt hat, dass viele Attentäter sich ein Vorbild daran genommen haben und man dem Attentäter von Halle eben auch unterstellen darf, dass das eben er entsprechend genauso machen wollte. Und das ist eben dann eher eine, sag ich mal, eine Verbindung in die Popkultur speziell als tatsächlich, glaube ich, zum Gaming, auch wenn unser Innenminister das vielleicht ein bisschen anders sieht. Okay, also es kommen jetzt im Chat sehr, sehr viele Aspekte. Ich will nur eine Sache betonen. Vorhin, die Frage ist mir vollkommen durchgerutscht, hat jemand nach antifaschistischen Communities im Gaming gefragt und Daniel hat ihm im Chat schon geantwortet, dass es immerhin sozusagen Antifa-Gaming gibt, dass es das 161-Squad gibt, dass es noch weitere Gruppen gibt, die Sachen machen, jetzt unter Spielerinnen. Ja, es gibt ja euch als quasi... Ich wollte gerade sagen, wenn ich es gut finde, keinen Pixel den Faschisten, kann ich empfehlen. Ja, weil sozusagen, es ging ihm jetzt eher um so eine AfD-E-Sport-Gruppe als Beispiel von rechter Vernetzung auf Foren und wahrscheinlich auf Steam in dem Fall. Und ging, glaube ich, eher um andere Spielerinnen finden. Deshalb fand ich gut, dass Daniel das nochmal beantwortet hat. Und dann gab es sozusagen einmal die, jetzt kommen, sammle ich mal Sachen, einmal den Aspekt, ob sich durch die Pandemie und da, die, ich meine, die Industrie jubelt ja gerade, alle spielen, weil sie zu Hause sitzen und nichts anderes machen können. Die Umsätze gehen in den Himmel. Solche Events wie jetzt irgendwelche Rust-Events und so gehen quer durch die Decke. Hat das eine Auswirkung sozusagen, gerade dass diese Communities wichtiger werden? So verstehe ich die Frage. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage war, wie geht man eigentlich damit um, wenn Gaming-Redaktionen diskriminierende Äußerungen tätigen? Und dann folgen ganz viele Beispiele aus dem Chat, die ich jetzt nicht alle sammeln würde. Und dann müsst ihr mich daran erinnern, dass da noch eine Frage von T-Stan sozusagen steht. Die will ich euch jetzt aber auch nicht gleich noch aufladen. Wenn ihr nicht zur Pandemie keine Einschätzung habt, ich finde das auch okay. Ja, also, zur Pandemie kann ich jetzt, glaube ich, gar nichts sagen. Also das ist, glaube ich, auch
eine Sache, die ich, glaube ich, eher retrospektiv in einigen Jahren irgendwie besser analysieren lässt. Ich frage zu den Game-Redaktionen. Meine Ansicht ganz klar, outcallen, nicht einfach ziehen lassen, weil dadurch wird solches Verhalten normalisiert. Wenn sowas passiert, wenn irgendwie rassistische, sexistische Kommentare in Gaming-Redaktionen oder bei YouTubern oder sonstigen Personen in der Öffentlichkeit geschehen, ist natürlich auch immer die Sache, die man niemals weiß, ist es mit einem bösen Vorsatz, ist es aus Ignoranz, ist es aus Nichtwissen. Aber was ich persönlich falsch finde, ist halt still sein, sondern dann klar sagen, finde ich scheiße. So, das sind Sachen, die ich in Communities, in denen ich verkehre, nicht sehen, nicht hören möchte. Und ja, Positionierung auch an der Stelle einfordern. Also es passiert nichts, wenn nicht Leute laut werden. Im Gegenteil, wenn niemand etwas sagt, dann werden solche Kommentare, vor allen Dingen je größer die Community ist, desto eher werden diese Kommentare normalisiert. Desto eher sehen dann Tausende und Hunderttausende Leute, ah, okay, es ist also in Ordnung und cool, das sozusagen. An der Stelle bin ich dann also nicht rassistisch, wenn ich diesen Kommentar bringe. Also ja, da braucht es ein Lautwerden, ein nicht ziehen lassen. Also was ich zur Pandemie vielleicht noch sagen kann, ich habe jetzt nichts Spezielles beobachtet, was jetzt durch die Pandemie irgendwie sich gerade sehr verändert hätte. Aber was man sozusagen als so Muster in den letzten Jahren immer wieder erkennt, ist halt, dass ich nenne es mal jetzt so Manufactured Outrage Kampagnen gibt, also dass rechte Gamer, rechte YouTuber vor allem, bestimmte Themen sich rausgreifen und versuchen darum halt ja eben eine Kontroverse zu konstruieren, die teilweise überhaupt nicht vorhanden ist. Also man hat das beispielsweise letztes Jahr gesehen, Mitte des letzten Jahres ist das Spiel Last of Us Part 2 erschienen. Da gab es dann eine Figur, die war eine muskulöse Frau. So, das war eine der Hauptfiguren im Spiel und da traten dann gab es dann eine extrem sexistische Kampagne, die eben dazu gesagt haben, diese Frau kann überhaupt nicht muskulös sein, das geht überhaupt nicht, das gibt's überhaupt nicht und so weiter und so fort. Und da wurde eben wahnsinnig viel so Manufactured Outrage eben produziert durch eben ganz bestimmte YouTuber, die sich daran abgearbeitet haben und das immer über Wochen, um nicht zu sagen Monate versucht haben, halt irgendwie als Thema hochzupushen. Und das ist tatsächlich diese Art von Kampagnen gibt es immer wieder über bestimmte Spiele und das wiederholt sich eigentlich mehrfach im Jahr. Da werden auch immer wieder so Versuche gestartet von diesen entsprechenden YouTubern, die eben solche Themen eben hochzukochen. In Deutschland war das eben beispielsweise eben der ZDF-Beitrag, wo eben auch kein Pixel ein bisschen mit involviert war, über rechte Strukturen in Frontal 21 war das, ne? Genau, in Frontal 21, wo dann eben beispielsweise eben Leute wie KuchenTV da aufgegriffen haben und versucht haben, dass eben sozusagen, ne, die Lügenpresse, sage ich jetzt einfach mal, ist der Meinung, alle rechten Gamer sind Nazis. So haben die das versucht darzustellen. Und genau diese Art von Kampagnen werden halt immer wieder betrieben. Und das ist das Muster, das sich eben im Prinzip aus Gamergate heraus entwickelt hat und das eben jetzt immer wieder wiederholt wird durch die entsprechenden rechtsoffenen bis rechtsextremen Teilen, also Akteure. Und ja. Das ist etwas, was sich jetzt nicht verändert hat in der Pandemie, aber eben auch in der letzten Zeit immer noch weiter zu beobachten ist. Ich möchte noch mal was zu dem Outcallen sagen, weil wir jetzt über extreme Rechte und rechtsoffene Gaming-Communities reden oder Gamerinnen. Aber die Frage hat ein Beispiel gehabt, die Rocket Beans. Das trifft es eine Community, der ich durchaus mich irgendwie zugehörig fühle. Und bezog sich auf deren Moderatorin. Ich finde, man muss schon unterscheiden zwischen rassistischen und sexistischen Aussagen und das Outcallen. Aber das bedeutet ja nicht automatisch rechtsoffen oder extrem rechts. Das sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Also ich finde es richtig, diskriminierende Aussagen outcallen. Aber man muss das ja auch auseinanderhalten. Das ist mir nur wichtig, weil wir jetzt direkt hintereinander die beiden Aspekte hatten und das auf unterschiedlichen Ebenen ist. Nur
Genau. Ohne das verteidigen zu wollen, ich fand die Kritik immer berechtigt, was die Aussagen angeht. Ich weiß, man neigt immer zum Schutz der eigenen Communities. Fan-Community ist ein schwieriges Thema. Ja. Dann gab es hier noch, genau, die Frage von TSTAN87. Und wir warten nochmal ab. Bisher gibt es keine weiteren Fragen. Ich finde, nach 1,5 Stunden könnte man auch langsam zum Ende kommen und das ist vollkommen angemessen. Aber wir machen die Frage auf jeden Fall noch. Er hat nochmal gesagt, nach unseren Ausführungen zu Gamergate und sozusagen den Sturm aufs Kapitol und Trump, ob man jetzt eigentlich sagen kann, so verstehe ich jedenfalls, darf man behaupten, wie er schreibt, man eigentlich dann sagen kann, dass der Sturm aufs Kapitol durchaus eine Verbindung zu sowas wie Gamergate oder Gaming-Communities hat. Sehr verwickelte, kann man sagen. Also es ist natürlich, man muss einfach gucken, dass halt die Akteure, die halt bei dem Sturm auf Kapitol halt beteiligt waren, eben wie Steve Bannon und Breitbart und so weiter und so fort, natürlich aus dem Trump-Umfeld kamen und eben auch im Bereich von Gamergate mitgespielt haben. Also es ist halt, das ist halt eine sehr indirekte Verbindung und ich würde auch tatsächlich jetzt nicht sagen, dass der Sturm aufs Kapitol in irgendeiner Form eine Folge von Gamergate ist, weil die zumindest die Personen, die den Sturm durchgeführt haben, wahrscheinlich eher nicht unbedingt selber Gamer sind. Aber es gab natürlich einige Leute, die in dem Bereich aktiv, also die in Gamergate aktiv waren und die auch tatsächlich mehr oder weniger für diesen Sturm aufs Kapitol geworben haben. Also das ist eben nicht nur dann Steve Bannon gewesen, sondern auch solche Leute wie etwas obskurere Figuren wie Mike Cernovitz beispielsweise. Das ist ein Rechter und andere im Prinzip aus dem ganzen Umfeld von den eben rechtsextremen Influencer, nenne ich sie mal, die eben auch bei Gamergate mitgemischt haben und die eben für Trump Politik gemacht haben sozusagen und die natürlich auch dazu aufgerufen haben zu den entsprechenden Aktionen. Deswegen, ja, es gibt diese Verbindung und es ist halt eben, Gamergate, wie gesagt, ist halt aufgegangen in diesem größeren rechtsextremen Netzwerk und so gesehen ist halt das ein ja, es gab eben sogar Artikel, die gesagt haben, mal Trump ist der Gamergate-Präsident. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber die Verbindungen sind vorhanden. Ich glaube, was eine wichtige Sache ist, an der Stelle anzumerken, ist auch nicht, dass Gamergate ist nicht irgendwie ein Anfangspunkt für etwas, sondern eigentlich ist Gamergate ist ein signifikanter Moment gesellschaftsgeschichtlich. Aber auch Gamergate ist quasi ein Symptom, es ist ein Ergebnis von einem Sentiment, was vorher auch schon existiert hat. Es war quasi das Ergebnis von Dingen, die sowieso schon da waren. Und diese Lawine ist weitergerollt. Und wenn wir jetzt sagen, gibt es eine Verbindung zwischen Gamergate und dem Sturm aufs Kapitol? Ja, aber es gibt auch zig andere Verbindungen, die dazu geführt haben. Das Kapitol, der Sturm aufs Kapitol ist das Ergebnis von Jahrzehnten an Politik und gesellschaftlichen Entwicklungen und irgendwo hatte auch quasi Gamergate und die Sentiments und die Entwicklungen in Gaming-Communities spielen da ihre Rolle. Das ist ein unendlich komplexes Netzwerk an Dingen, die sich einander bedingen. Ein unendlich komplexes Netzwerk ist ein wunderbares Schlusswort für eine Veranstaltung, die Erklärung liefern soll. Ich finde es total okay. Ich möchte wirklich nochmal auf den exzellenten Artikel, Überblicksartikel zu Gamergate von euch hinweisen, weil das wirklich eine Leerstelle im deutschsprachigen Raum ist rund um das Thema. Ich möchte euch ganz herzlich für das Gespräch danken. Ich hoffe, der Chat ist zufrieden. Da es keine weiteren Fragen mehr gibt, glaube ich, ist alles okay. Die Debatte ist sowieso nicht vorbei. Es gibt in Erfurt ja eigentlich diese MAG. Die ist hier wie so ein Satellit gelandet, macht ein Hamburger Managementagentur und hat sich wahrscheinlich einen billigen Messestandort rausgesucht. Das ist aber trotzdem Anlass, wenn man vor Ort ist, dass man dazu was machen wird. Wir als Stiftung haben das auf jeden Fall im Blick. Sollte im Herbst wieder eine Präsenz-MAG stattfinden, dazu was machen, weil, das habt ihr ja schon mal betont, Gaming ist nicht nur Leute, die Computerspiele spielen, sondern dieses ganze Unterhaltungsmilieu, was sich da drum rumgruppiert, auf das sich die MAG konzentriert, Influencerin,
Leute, wo dann irgendwelche Jugendlichen anstehen für Unterschriften und ihre Eltern auf die Mac schleppen. Ich war da im vorletzten Jahr und war der Einzige, der nicht mit seinen Kindern da war in meinem Alter. War ein komisches Gefühl, der creepy alte Mann zu sein. Gott sei Dank war meine Frau mit, dann war es nicht ganz so creepy. Auf jeden Fall, da machen wir auf jeden Fall weiter. Von daher lohnt es sich auch für Leute außerhalb Thürings vielleicht mal zu gucken, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen macht. Wenn sie dann eh wegen der MAC in Erfurt sind, könnten sie ja eine Begleitveranstaltung von uns mitnehmen. Dann könnte man sich auch mal in Realita sehen. Fände ich sehr nett. Okay, und ja, vielen Dank an die Stadt. Vielen Dank an Julian für die Chat-Moderation. Vielen Dank an euch. Und wir würden den Livestream dann beenden. Empfehlt allen das VOD, weil unser YouTube-Kanal kann noch ein paar Klicks vertragen. Natürlich Daumen hoch, lasst die Glocke da und so, was man bei YouTube sagt. Genau. Ich freue mich, hat mich gefreut über die Veranstaltung und schönen Abend uns allen noch. Danke. Ebenso. Tschüss. Ciao, ciao.